Kaum waren die europäischen Märkte gestern geschlossen, da drehte die Wall Street nach oben, angetrieben vor allem von der Apple-Aktie. Offenkundig ist das durchaus ein Treiber gewesen, was ich gestern thematisiert hatte, nämlich dieses Rennen zwischen Apple und Nvidia um die Gewichtung im XLK, diesem maßgeblichen Tech-ETF, das hier jetzt zur Entscheidung kommen musste, wer wird denn hochgewichtet, wer wird weniger hochgewichtet, denn the winner takes it all, Microsoft war gesetzt, jetzt war nur die Frage, wird Apple oder Nvidia das Rennen machen, und da hat man offenkundig am gestrigen Montag nochmal richtig Gas gegeben, vor allem bei Apple. Alleine es hat nicht gereicht. Wir schauen uns die Gemengelage mal an am heutigen Dienstag, morgen ja US-Feiertag, Juneteenth, dieser relativ neue Feiertag, ein bisschen woke. However, jedenfalls ist die Börse morgen geschlossen in den USA, deswegen dürfte es heute nochmal spannend werden. Wir schauen uns das Setup an bei einem Nasdaq, der jetzt so überkauft ist wie seit 2018 nicht mehr, und wir sehen hier diesen Elefanten praktisch. Das sind die globalen Aktienmärkte, die stehen auf den Nvidia Earnings, und diese Nvidia Earnings wiederum werden durch zwei Ameisen getragen. Also das zeigt so ein bisschen die Absurdität des ganzen KI-Themas. However, wir sehen, und das hatte ich gestern ja thematisiert, dieses massive nach oben drehen von Call-Options-Volumina. Sowohl bei Apple als auch bei Nvidia. Apple gestern ja zwischenzeitlich 3% im Plus, Nvidia eher schwächer. Aber dann kam die Entscheidung gestern Abend, Nvidia wird das Rennen machen. Microsoft und Apple, die werden so um und bei 21% Gewichtung in diesem XLK-ETF bekommen und Apple nur 4,5%. Und das, obwohl Apple ja nach wie vor eine größere Marktkapitalisierung hat als Nvidia, oder wieder eine größere Marktkapitalisierung hat als Nvidia. Und das könnte bedeuten, wir haben gestern schon erste Reaktion gesehen, der Apple-Kurs ging nach unten, um sich dann wieder ein bisschen zu erholen. Wir dürften heute möglicherweise eine Fortsetzung der Gewinnmitnahmen bei Apple sehen, denn das ganze Spiel scheint durchaus mittels Buybacks, mittels Optionen und eben dieser neu erwachten, auch Apple kann, wird KI integrieren, Euphorie gespielt worden zu sein. Jetzt allerdings wird mechanisch für einige institutionelle Investoren es schlichtweg erforderlich sein, die Bestände in Apple zu reduzieren. Mal sehen, was bei Nvidia passierte, die ja alleine 40% des bisherigen Gewinns im S&P 500 ausgemacht hat. Der Nasdaq, wie wir unten sehen in dieser Grafik, jetzt so überkauft wie seit Anfang 2018 nicht mehr, also seit 6 Jahren. Und es gibt jetzt erste Forderungen, die sagen, bei diesen Magnificent Seven schmeißt doch mal Tesla raus, obwohl die gestern auch gestiegen ist, und nimmt Broadcom rein. Denn deren Aktie ist gestern auch gelaufen wie Schmidts Katze, dazu gleich mehr. Jedenfalls diese 5 Aktien, die sind für 60% des Gewinns, des bisherigen Jahresgewinns im S&P 500 zuständig. Ganz, ganz vorne natürlich eine Nvidia und dann die anderen großen mit einem deutlich geringeren Anteil. Aber schauen wir uns mal an, vor dem Verfall am Freitag, dem großen Verfall, da sehen wir, dass das Open Interest in Nvidia-Optionen etwa ja, fast dreimal so groß ist wie beim SPX, beim SPY. Also da ist ein unfassbares Volumen an Open Interest, und das bedeutet, da haben viele sehr wahrscheinlich mit Calls auf weiter steigende Kurse gewettet. Diese Calls laufen dann aus am 21.06., also am Freitag, und das wird bedeuten, dass die Dealer, also die Verkäufer dieser Optionen, dann wahrscheinlich keine Hedges mehr brauchen. Die haben das Underlying gekauft. Da bin ich gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Aber wir sehen, es ist das dreifache Volumen an Open Interest, also praktisch an laufenden Kontrakten, wenn man so will, wie beim Triple Q, dem Nasdaq ETF, das Vierfache von Apple und so weiter und so fort. Und hier sehen wir mal die Folgen. Das Call Volume geht nach oben bei Nvidia, die Nvidia Aktie, die zeigt so bestimmte Blasenchart-Muster, genauso wie der US-Semiconductor-Index. Als gäbe es kein Morgen, da ist eine unfassbare Euphorie. Und solche Charts sind immer Blasen, das kann mir keiner erzählen. Gesunde
Bullische Märkte, die steigen langsam und kontinuierlich, aber nicht eben so fahnenstangenmäßig. Und man könnte seit Monatsbeginn schon alleine so eine Zweiteilung machen. Wir sehen eine Apple 14% gestiegen, Nvidia 38% gestiegen. Alles, was links oben und Tech ist, das ist gut gelaufen. Alles, was rechts unten und Banken, Energie, wie sie auch alle heißen, Industriewerte, die sind schlecht gelaufen. Wir haben also eine unfassbare Konzentration. Gestern Apple 2%, Microsoft 1,3% und Broadcom 5,4% alleine. Die haben 40% des gestrigen Tagesgewinns ausgemacht bei den Indizes oder beim S&P 500. Und wir haben jetzt bei den Top 10% der Largest Equities einen Concentration Risk, wie es hier heißt, von 81%. Das ist höher als alles, was 1929, 2000, 2007 und 2022 jemals der Fall gewesen ist. Das heißt, wir haben eine unfassbare Verklumpung in wenigen Aktien, während die anderen Aktien, Megacaps, Large Caps, Equal Weight, also alle Aktien gleichgewichtet, und Small Caps deutlich schlechter performen, sodass wir hier jetzt dem Tech-Sektor in Relation zum S&P 500 10% über dem Hoch der Dotcom-Blase haben. Wir haben jetzt, wenn Sie rechts mal gucken, Prozent Winstreak to New High. Wir haben jetzt den Rekord, dass wir praktisch ununterbrochen 7% gestiegen sind. Mehr gab es noch nie. Wird sich das heute fortsetzen? Fragezeichen. Während die allermeisten Aktien, die Durchschnittsaktie, sagen wir mal, auf dem Stand ist, wo sie am 1. Januar 2022 gestanden hat. Da sind wir hier Equal Weight Index. Der ist jetzt auf dem Niveau vom 1. Januar 2022. Und wir hatten ja schon letztes Jahr eine Outperformance des marktgewichteten S&P 500. Gegenüber dem Equal Weight von 12%. Jetzt sind wir schon wieder über 10%. Wir hatten noch nie 2 Jahre hintereinander mit zweistelliger Outperformance von dem marktkapitalisierten S&P 500. Und hier sehen wir nochmal Equal Weight Index in Relation zum marktgewichteten S&P 500. Da sind wir jetzt 11 Tage hintereinander rot. 18 der letzten 20 Tage. Also der breite Markt hat sich schlechter entwickelt in Relation zu dem tech-dominierten Markte, könnte man sagen, und das praktisch in einer Kontinuität. Hier sehen wir mal im Russell, in diesem Nebenwerteindex, die Wachstumswerte, also Growth, in Relation zu Value. Da haben wir jetzt einen RSI, den wir nur einmal gehabt haben in den letzten Jahren. Das heißt, es würde nicht erstaunen, wenn diese absolute Outperformance von Tech jetzt irgendwie mal eine normale, gesunde Korrektur erfährt. Ja, also das ist ja kaum mehr zu fassen, was da passiert. Wir sehen auf der anderen Seite, dass deswegen zum Beispiel der Fear and Greed Index nur bei 42 ist, sogar Furcht anzeigt. Warum? Weil zwei zentrale Kategorien, nämlich Stock Price Strength, also praktisch die Stärke der Aktien, gemessen an nur 52 Wochenhochs beim Nasdaq oder an der NYSE, an der New York Stock Exchange, ist miserabel, zeigt eigentlich extreme Furcht an, weil die meisten Aktien eben nicht so gut laufen. Und auch die Marktbreite, Stock Price Breadth, gemessen am McLaren Volume Summation Index, ist miserabel. Und deswegen sehen wir solche Werte am Allzeithoch. Das ist ja schon hoch seltsam, aber wie gesagt, es ist die Party der wenigen. Während der Nasdaq jetzt ein RSI von 80 bis 82 hat, je nachdem, wann man hingeguckt hat. Das ist eines der höchsten Level, das wir in den letzten Jahren erreicht haben. Und normalerweise kommt da immer Volatilität rein. Und gestern haben wir gesehen, dass der VIX zwar gefallen ist, aber wir sind da doch ein gutes Stück weit vom Tief entfernt. Das heißt, wir sehen die Aktienmärkte, die Indizes wie S&P 500 und Nasdaq auf neuen Allzeithochs. Aber der VIX macht keine neuen Tiefs. Interessante Beobachtung. Wir sind jetzt mal 34% in 8 Monaten gestiegen, haben da mal jeden Monat durchschnittlich mal 1,4 Billionen an Marktkapitalisierung hinzugefügt. Okay, kann man machen. Wir hatten übrigens eine RSI beim Nasdaq, respektive dem Triple Q, dem Nasdaq ETF von 82 gestern. Es gab es nur 7 Mal. Seit es diesen Index gibt, und wir sehen eine Microsoft oder eine Apple oder eine Nvidia, die sind jetzt mehr wert als der Russell 2000, also praktisch diese ganzen Nebenwerte zusammengenommen. Also da ist was passiert. Wir sehen auch, dass wir in einem Wahljahr noch nie so gut gestartet sind.
Also es kann nur noch besser werden, während das Cash-Level, die Cash-Quote von den großen Playern deutlich zurückgegangen ist. Also man kann nicht sagen, dass da keiner dabei wäre bei dieser Rallye. Und wir sehen diesen massiven Unterschied zwischen den US-Märkten und alles jenseits der USA. Oben sehen wir diesen Vergleich und unten die Relation MSCI US gegen MSCI ex-US, da sind wir auf absoluten Hochpunkten. Klar, wir haben jetzt diese Europa-Unsicherheit gehabt und vielleicht hat gestern das dazu auch beigetragen, dass da eben nochmal die Märkte so angezogen sind. Warum das aber nach dem europäischen Schluss, der ja auch gar nicht so dramatisch schlecht war, im Gegenteil, wir hatten ja leichtes Plus sogar in Europa. Warum das so passiert ist, keine Ahnung, was da wieder gelaufen ist. Vermutlich war es das Optionsspiel. Hier heute haben wir 14:30 wichtige Daten, die Einzelhandelsumsätze, die Erwartung 0,3%. Also da ist offenkundig wenig Überraschungspotenzial heute. Wir haben ja zuletzt gesehen, dass nominal die Einzelhandelsumsätze zwar wachsen, aber inflationsbereinigt eben nicht wachsen würden. Da haben wir sogar einen leichten Rückgang seit vielen Monaten. Rückgang haben wir auch bei den Kryptomärkten heute. Weniger bei Bitcoin da auch und Ethereum, aber vor allem so die Dinger aus der zweiten, dritten und fünften Reihe, so wie Dogecoin, die massiv unter Druck gekommen sind, Solana, solche Sachen, also irgendwelche Coins, deren Sinn ich eh noch nie kapiert habe und wahrscheinlich auch nie verstehen werde, was vielleicht nicht an meiner begrenzten Intelligenz liegt, meine Damen und Herren. Und interessant, was heißt interessant? Putin wird ja heute in Nordkorea erwartet und im Vorfeld gab es da einen Vorfall, da sind offenkundig nordkoreanische Soldaten, haben die Grenze zu Südkorea überschritten, man vermutet, nicht absichtlich, weiß das aber nicht. Dann haben die südkoreanischen Soldaten Warnschüsse abgegeben. Die Nordkoreaner sind wieder Richtung Nordkorea abgehauen und dabei offenkundig auf Landminen getreten, sodass es da Opfer gegeben hat. Mehr Informationen habe ich da noch nicht, aber das ist natürlich ziemlich heikel jetzt im Vorfeld geopolitisch dieses Putin-Besuchs. Abschließend hier nochmal ein Blick nach Europa. Hier sehen wir, ich hatte ja vorhin gezeigt, Amerika outperformt immer stärker. Die Marktkapitalisierung in Europa in Relation zur Gesamtwelt geht weiter zurück, sogar stärker als das BIP. Eine neue Studie des ZDW-Instituts, heute kommt ja um 11 Uhr auch der ZDW-Index, spricht von einem leisen Industriesterben in Deutschland, das in den Insolvenzen noch gar nicht so richtig sichtbar ist. Alle drei Minuten gibt ein Unternehmen in Deutschland auf. Ja, mal gucken, ob das so weitergeht oder irgendwann vielleicht auch mal besser wird. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Neue Rekordhochs bei S&P 500, Nasdaq, die Gründe alle super fundamental. Gell, nix Gier, nix KI-Euphorie, das ist ja klar. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren, gerne weiterempfehlen. Und die zweite, was ist los in Frankreich? Das Ding ist noch lange nicht vom Tisch, das wird noch richtig spannend. In Frankreich bröckelt die Brandmauer gegen Marine Le Pen. Zweite Empfehlung, auch gerne weiterempfehlen. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.